Hallo meine Lieben, heute gibt's ein Rezept für eine schnelle und einfache Gnocchi-Pfanne mit Spinat und Tomaten. Die Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox und das komplette Rezept nochmal zum Nachlesen auf meinem Blog. Als erstes schneidet ihr die Zwiebel in feine Würfel, schält die Knoblauchzehe und halbiert die Tomaten. Dann kommt die Butter bei mittlerer Hitze in die Pfanne, die Zwiebeln kurz in der Butter andünsten, den Knoblauch pressen und mit hinzugeben. Nun kommen die Gnocchi hinzu und werden bei hoher Hitze kurz mit angebraten. Mit der Sahne aufgießen und das Tomatenmark hinzugeben. Alles gut miteinander verrühren und etwas einkochen lassen. Dann kommen noch ca. 5 Esslöffel Wasser hinzu, damit die Soße nicht allzu dick wird. Das könnt ihr aber auch variieren, indem ihr etwas mehr oder weniger nehmt, je nachdem, wie ihr die Konsistenz haben wollt. Nun lasst ihr das Ganze auf niedriger Stufe einkochen, bis die Gnocchi gar sind. Das dauert ca. 10 bis 15 Minuten und kommt auch darauf an, was für Gnocchi ihr verwendet. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und noch den Babyspinat und die Tomaten hinzugeben und gut unterrühren. Beides nur leicht erwärmen, dann bleiben die frischen Zutaten schön knackig. Zum Schluss noch etwas Parmesan über die Gnocchi-Pfanne reiben und fertig ist ein super schnelles, einfaches und vor allem leckeres Gericht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.